Jo, hi, zurück zu Final Fantasy. Wir fahren hier jetzt mal von der Chocobo Ranch weg. Wir haben zwar noch jede Menge Nebenquests, aber ich möchte gerne mal gucken, wie es hier weitergeht mit Familienbande. Ach, er setzt sich wieder hinten drauf, ne? So, Familienbande, da wollen wir ja mal seine Verlobte treffen. Oder ist es die Schwester oder beides? Die Schwester von El Muskelmann hier. Okay, lass uns gucken. Oh, er biegt schon ab. Die Fahrt ist aber recht weit, also lass uns mal schauen, ob wir überhaupt ohne Zwischenstopp irgendwo ankommen. Schauen wir mal. Können Sie mal ein bisschen umgucken. Irgendwo mal raufkraxeln, glaube ich. Chocobos sollen jetzt überall zur Verfügung stehen, das hoffe ich natürlich auch. Wir haben unsere Nebenquest noch gekriegt, wilde Chocobos zu fotografieren. Machen wir aber jetzt Du, nicht. Nord, Oh. sag doch mal, hast du vielleicht Sonderwünsche für Fotos? Alter, was ist hier denn los? Achtung, Achtung. Eigentlich nicht. Mach einfach weiter wie immer. Okay, ganz wie du wünschst. Oh, ein Wildwechsel. Meine Ja. Güte, so viele von denen. Wo die wohl alle hinwollen? Parkplatz. Wird Ihnen Hast am du das liebsten folgen gebracht? und es Ja, herausfinden. natürlich. Wir werden verfolgt. Alter, was ist das denn? Alter. Was war bitte das? Ja, da müssen wir nochmal hin, ne? Hui, die Cortez-Platte. Hey, Noct, möchtest du ein Foto vor dem Meteor? Ja. Coole Idee. Okay, nichts wie hin. Na, wie fahren die hier? Setz dich mal hin, Junge. Nicht angeschnallt, gar nichts. Also los, Bewegung. Ey, wo war denn jetzt dieser Bär? Der ist da hinten irgendwo. Ne? Boah, was für ein Büffel, ey. Ein bisschen großer Kollege. Okay. So, machen wir ein Lasst Foto. uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los geht's. Mit Stativ, hallo? Achtung, Aufnahme. Das ist gut. Großartig! So, jetzt kommen wir da nicht wieder rauf, ne? Doch, doch. Ich sag doch. Alle kommen da rauf, nur ich nicht. Ihr Schweine. Alter, ist doch nicht. Ist doch jetzt nicht wahr, oder? Wollte gerade sagen. Wir fahren weiter. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Der Typ ist irgendwie so wie der hier, der eine von Ghostbusters, ich weiß nicht, wie der heißt. Igor oder was? Lasst nichts liegen. Wow, guckt Gedrucktes ist mal! tot. Der Meteor! Genau. Und er brennt bis zum heutigen Tage. Versorgt so ganz Lestalo mit Energie. Ehrlich? Ähnlich wie Insomnia mit seinem Kristall. Ich glaube, ich verstehe. So, halbes Let's Play ist eine Fahrt. Na gut.
Aber dieses Riesenbüffel, ich hoffe, man muss nicht gegen den noch irgendwie ganz normal fighten. Der scheint ja nur zu grasen. Pflanzenfresser, brauchen wir keine Angst haben. Boah. Es ist schon recht weit. Okay, noch eine Station. Na, hier können wir schon wieder abbiegen. Alter, ey, wo fahren wir denn hin? Beeindruckend, den Meteor mal von nahem zu sehen. Ja, das Ding brennt! Und Titan stützt ihn von unten. Moment, ich dachte, den gibt's nur im Märchen. Laut Historikern kämpften die sechs Götter schon immer an der Seite der luzischen Könige. Echt jetzt? Echt jetzt. Bei Nocts Anblick schwer zu glauben. König ist nicht gleich König. Ja, ja, lacht nur. Boah, voll die Tour, Mann. Crazy Verkehr, komm, überhol, Junge. Gib alles. Dieser Tunnel, irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag? Wow! Hey, hey! Ziemlich große Stadt, okay. Was? Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn! Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Wow, Chris. Echt. Puh. Ganz schön heiß hier. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Können wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Lass uns erst mal gucken, was hier so abgeht. Mhm. Wo ist denn hier die Seilbahnabfahrt? Okay, wir gehen mal hier rauf einfach, ne? Ich glaube, man kann die ganze Stadt erkunden. Oder auch nicht. Eigentlich müssen wir da hinten hin, aber ich will trotzdem hier erstmal ein bisschen rumlupen. Okay, Tankstelle. Letztendlich lande ich doch immer bei den Sandwiches. Und dann isst du mir doch wieder die Hälfte weg. Also ich nehme jedenfalls die Garula-Spießchen. Oh, das klingt top. Doch schon. Kann ich denn hier was Cooles kaufen? Was haben wir denn? Elixier haben wir gar nicht mehr, ne? Besten Dank! Okay, und schon pleite. Die Firma dankt! Ja, wir können natürlich auch mal was verkaufen. Was darf denn sein? Mal kurz gucken. Verkaufen. Ching, ching, ching. Naja, so viel haben wir jetzt nicht. Besten Dank. Schönen Dank. Im Prinzip. Okay, gehen wir mal wieder raus. Aber müssen die auf jedes Gericht dieselbe Soße klatschen? Da hinten echt überall so durchlaufen, oder? Das ist ja richtig geil. Ah, da hinten ist die Seilbahn. Ah, da hinten lang. Ja komm, dann gucken wir aber mal da hinten rein jetzt. Wir sind ja eigentlich verabredet. Ist
Mann, so viele Leute! Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Die Kongressplatte steht ja echt in Flammen. Okay, lass uns auch mal hier einfach durchlaufen, oder? Das Radio anmachen. Die berüchtigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen. Letztendlich lande ich doch immer bei den Sandwiches. Und dann ist wir hinten durchlaufen? Die Hälfte weg. Also ich nehme jedenfalls die Garula-Spießchen. Oh, aha, das klingt hallo. Toll. Lässt sie mich mal beißen? Sie landet immer bei den Sandwiches. Alles klar. Okay, hier tanzen sie, alles easy hier. Und das ist das Hotel, oder? Lass uns mal reingehen. Wow, habt ihr das gespürt? Oh. Das Erdbeben gerade? Was ist? Mein Kopf fühlte sich gerade an, als würde er platzen. Alles okay? Ja. Ist wieder weg. Okay, was war das denn, ey? Gehen wir erstmal rein. Hey! Gladi! Iris! Ihr seid am Leben! Ihr seid ganz schön zäh. Natürlich! Gut siehst du aus. Abgesehen von den Augenringen. Ihr bleibt doch auch hier, oder? Fürs Erste. Lass uns nachher unter vier Augen reden. Gern. Jared und Talcott, schön, euch zu sehen. Prinz Noctis, ich habe Iris auf dem Weg hierher beschützt. Bitte vergebt meinem Enkel. Er hat überhaupt keine Manieren. Ach, was? Ihr seid so gütig, Euer Hoheit. Komm, Talcott, ins Bett mit dir. Prinz Noctis, gute Nacht. Iris, wie sieht's bei uns aus? Um die Zitadelle herum wurde so gut wie alles zerstört. Aber die Wohnviertel sind weitgehend unbeschädigt. Das Imperium hat also gezielt angegriffen. Noct, wenn ich irgendetwas tun kann, sag es bitte. Ja, danke dir. Was ist? Noctis, Luna Freya, sie war vor einer Weile hier in Lestalum. Sie hat die Stadt sofort wieder verlassen. Aber wenigstens ist sie am Leben. Verstanden. Danke. Also dann, ruht euch erstmal aus. Oh. Na endlich, du Schlafmütze! Morgen. Wo sind die anderen? Die sind mit Talcott spazieren gegangen, um sich die Stadt anzuschauen. Los, lasst uns auch gehen! Okay, gehen wir. Klasse! Ich führe dich rum! Es scheint, eure Geduld hat sich gelohnt.
Viel Spaß, Iris. Unser erstes Ziel ist der Marktplatz. Komm schon, mir nach. Ja. Ah, sie kann rennen, sehr gut. Bei Nacht ist der Ausblick hier wirklich wunderschön. Mhm. Aha, ist total begeistert. Mhm. So, geht's hier lang oder was? Komm, Lady, gib mal ein bisschen Gas. Stadtbummel. Das ist der Marktplatz. Das ist der berühmte Partellum-Markt. Hier findet man alles. Macht das nicht Spaß? Ich würde am liebsten alles kaufen. Begeisterung ausdrücken, unbeeindruckende Begeisterung ausdrücken. Komm, ich bin sehr begeistert. Der Ort ist wie für dich geschaffen. Ja, das finde ich auch. Wow, sieh dir doch nur all die tollen Sachen an, Noct. Wartest du kurz? Ich möchte was kaufen. So, fertig. Als nächstes geht's weiter zum Kraftwerk. Okay. Hier lang? Oh Mann, gib mal Gas. Stadtbummel ist ja okay, aber nicht Bummel, ne? Das ist das Kraftwerk. Hier wird die Energie für die Fabriken gewonnen. Okay. Aber halt dich fest. In Lestalum übernehmen die Frauen die Knochenarbeit. Sowohl im Kraftwerk als auch in den Minen und Fabriken. Oh, echt? Die armen Frauen. Wieso arm? Also, ich find's toll, dass sie hier ernst genommen werden. Nächster Halt. Pekla Panorama Park. Okay. Mir gefällt die Architektur ganz anders als in Insomnia. Mhm. Alter, der ist ja so begeistert. Mhm, du mich auch. So, müssen wir hier abbiegen? Ne, wir gehen geradeaus, oder? In dem Laden hier schmecken die Getränke alle lecker. Ach ja? Siehste? Boah, hat der Bock. Ups. Oh, wir wollen runter. In so einem Wagen will ich auch gern mal fahren. Ja, nicht schlecht. Wir sind da, Noct. Am Pekla Panorama Park. Wow. Schau doch mal, man sieht den Meteor. Noct, sag mal, ist das jetzt ein Date? Wenn's so wäre, würde Gladio mich verprügeln. Keine Angst, ich sag ihm nichts. Naja, und außerdem hast du ja auch schon längst eine Verlobte. Korrekt. Ob die anderen wieder da sind? Lass uns zurück ins Hotel, okay? Okay, mich würde aber eigentlich interessieren, wie man mit der Seilbahn fährt. Und wie man aufhört, so gebückt zu rennen. Einfach herrlich, den Wind in den Haaren zu spüren. Absolut, absolut. Okay. Wo wollen wir denn hin? Hier lang. Ob die anderen wohl schon zurück sind? Klar. So viel haben wir ewig nicht mehr gesprochen. Danke, Noct. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. War nett. Danke für die Tipps. Ach was. So viel weiß ich dann auch nicht über die Stadt. Jedenfalls habe ich dir auf dem Markt ein Geschenk gekauft, Nocht. Aber hab noch etwas Geduld. Wird eine Überraschung. Da seid ihr ja. Talcott hat etwas höchst Interessantes in der Stadt aufgeschnappt. Stimmt. Etwas höflicher, Talcott. Ach was, ich bin doch auch kein Adeliger. Prinz Noctis, in der Nähe soll ein legendäres Schwert hinter einem Wasserfall verborgen sein. Es könnte sich dabei um ein vergessenes Königsgrab handeln. Wollen wir mal nachsehen? In Ordnung. Vielen Dank, Talcott. Gern geschehen. Komm, let's go. Können wir da direkt hinfahren? Ich glaube schon, oder? Ist ein bisschen wie Kuba hier, ganz alte Autos. Findest du die Leute in dieser Stadt nicht auch unglaublich offen? Ja, hier grüßen einen alle auf der Straße. Stimmt. Anders als in Insomnia, was? Da grüßen die Menschen nicht mal den Prinzen. Schon hier irgendwo ganz oben. Oder man kann da irgendwo einsteigen. Ja, es geht hier irgendwo lang. Müssen wir mal gucken. Ah, die fährt da ganz rauf. Okay, da ist eine Gondel. Sieht eher so aus wie so eine. Sieht nicht aus wie so eine. Wie soll ich sagen, Touri-Gondel, sondern eher wie so ein. Keine Ahnung, von irgendeinem Bergwerk oder sowas. Ja, mal gucken, ob man damit fahren kann. Mal schauen. So, Tank ist halb leer. Ist es noch? Oh. Ungefähr ein Viertel vielleicht noch. So, wir biegen ab. Meter. Okay. Okay.
Okay, kann man auch tanken, sehr gut. Wie wär's mit einer Pause? Ja. Tanken ist okay. Diesmal müssen wir selber tanken. Na, auch nicht schlecht. Okay, haben die was drauf für die Jungs? Ne. So, was haben wir da drüben? Butze? Was kaufen? Ja, nur was kaufen. Ja. Alles ist möglich, absolut. Die Sorte kenne ich noch gar nicht. Dann probier doch mal. Guten Tag. Guten Tag, ja. Wir haben gar nichts mehr zu verkaufen, ne? Können aber mal wieder gucken. Die Firma dankt. Ja, wir könnten mal wieder gucken, was wir so an Accessoires und sowas alles nutzen können. Drüben können wir zumindest mal schnarchen, würde ich sagen. Das machen wir mal kurz. Und dann gucken wir uns das beim nächsten Mal an, okay? Also, bis dann. Ciao. Bett.